Weiter geht es mit einer neuen Folge Layers of Fear. Und die Lage sieht gar nicht gut aus. Die Bilder sind alle weg, der Wein ist auch weg und so langsam werde ich nüchtern. Und je nüchterner ich werde, umso mehr kommt mir das Ganze hier gar nicht mehr wie eine Wahnvorstellung vor, sondern wie bittere Realität. Und wo bin ich nun? Mal wieder in der Dunkelheit. Okay, okay, es geht gut los, es geht gut los. Es geht verdammt gut los. Ich habe die Rattenlady gefunden. Was für eine kranke Scheiße ist das denn, bitteschön? Soll das meine Frau sein? Gezeichnet als Rattenlady. Vielleicht war ich mit einer Züchterin verheiratet. Und jetzt irgendwie übertrieben. Okay, okay. Zugegeben, das ist schon ein wenig unheimlich. Oh shit, Ratten, 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 Ratten. Komm schon, das Ganze hier ist ein absoluter Albtraum. Und ich bin nicht mehr betrunken. Was wie gesagt das Ganze hier noch ein bisschen schlimmer macht. Die Ratte flüstert mir zu. Okay, Ratte, was willst du? Telling you there are rodents everywhere in this shithole. Maybe if you stopped feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Tja. Traue keiner Ratte. Nicht umsonst steht das Wort Ratte auch für Verräter. Wir können sie drehen, aber wirkliche Infos bekommt man hier nicht. Ist eben eine tote Ratte. Was soll ich dazu sagen? Es wird alles noch schlimmer. Gut, ich bin hier raus. Wir beenden die Folge. Ich gehe hier drüben hin. Ich brauche mehr Wein. Weib, gib mir Wein. Ich muss wirklich hier lang. Ein verdammt langer, unheimlicher Gang. Endgegner, eine riesige Ratte, ha? Huh? Oh Gott! Bin ich tot? Gefressen von Ratten? Wir leben noch. Fick dich, Stuhl. Fick dich einfach nur. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich bin jetzt groß und erwachsen und mutig, ja? Ich mache meine Steuererklärung. Und meine Milch, die trinke ich kalt. Direkt aus dem Kühlschrank. Hä? Was sagst du jetzt, Stuhl? Was sagst du jetzt? Ich hab dich im Auge, Stuhl. Ich hab dich im Auge. Stuhl? Ja, bleib schön da hinten. Oh! Vorhang! Ich dachte, wir wären Freunde. Don't look back. Ich mach's trotzdem. Ah! Okay, okay, klar. Umdrehen ist keine gute Idee. Umdrehen ist absolut keine gute Idee. Hm. Ich dachte eben gerade wirklich ganz kurz, ich wäre gestorben. Aber ich bin nicht gestorben. Ich habe mich weiterentwickelt.
Onkel Eddie? Bist du's? Get off my fucking back! This is what helps put money on the table. Not like you're any help to me anymore. Der gute Bourbon. Der Mann hat Geschmack. Wenn schon betrinken, dann stilvoll mit Bourbon. What the? Okay. Es ist eine Falle. Was ist das? Eine Katze? Habe ich eben gerade eine Katze gehört? Ich mag keine Katzen. Die Biester sind falsch und verlogen. Oh, die Tür ist weg. Was habe ich gemacht? Alter, was habe ich gemacht? Oh, ich glaube, ich ziehe da gerade jemand in zwei Hälften. Weiter. Ja, immer weiter. Der Mann ist tot. Yes! Viel weniger unheimlich. Was war das? Obwohl, eine Katze wäre ja gut gegen die Ratten. Katze schlägt Ratte. Wohin? Wo gehen wir hin? Erst mir drüben ein bisschen Licht. Was haben wir hier Schönes? Pinsel! You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Okay, es könnte sein, dass wir hier von keiner Frau reden aus Fleisch und Blut, sondern aus einem Gemälde. Seine Frau ist gestorben, sehr entstellt, und er wollte sie wahrscheinlich schön wieder zusammen malen, ja? Ihr Andenken oder sowas. Aber ich war zu besoffen, um mich an meine eigene Frau zu erinnern. Da ist er wieder. Gut. Was nehme ich denn? Oben, unten. Habe ich die Wahl? Ich habe die Wahl. Ich könnte... Ja, wir machen... Wir machen hoch. Oben ist eine gute Idee. Entspannt. Ein bisschen Musik noch und einfach entspannt. Unheimlicher Flur. Ja, kein Problem. Wir fahren ja weiter. Ich sagte, wir fahren weiter und nicht. Wir bleiben stehen im fucking unheimlichen Flur. Ist jemand hinter mir? Ich drehe mich nicht um. Moment, da oben. Da steht doch jemand, oder? Oh fuck. Oh fuck. Kann jemand mal den Techniker anrufen? Oh shit, 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 shit. Oh shit. Ich gehe da nicht hoch. Ich gehe da nicht hoch. Ich gehe da nicht hoch. Ich gehe da bestimmt nicht hoch. Alter. Oh Gott. Au. Shit, ich habe einen miesen Kater. Das ganze Spiel hier ist eine Therapie. Kinder, fangt ja nicht an zu trinken.
Ich muss dahin, ha? Huh? Fangt ja nicht an zu trinken, sonst kommt die olle Frau mit den Rüsseltitten. Und das wollt ihr nicht, oder? Wollt ihr Rüsseltitten ins Gesicht bekommen? Wahrscheinlich nicht. Wer will das schon? Ei! Dreckspuppen. Was haben wir hier? Wir machen lieber wieder zu. Ah, wir machen lieber wieder zu. Hier machen wir auch zu. Oh oh. Sieht aber wunderschön aus, oder? Hier die Beleuchtung, der Nebel. Trotzdem. Oh oh. Oh oh oh. Der kleine Lümmel hier. Am Strollern. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Was bist du? Ah, die Puppe. Nur geschmolzen. Wir machen hier mal zu. Das könnten wir sein. Da sitzen wir. Die Frau mal wieder erfolgreich verprügelt. Und die Kinder, die freuen sich. Yay, Daddy hat Mami wieder geschlagen. High five, Daddy. Wer weint da? Und wer ist das hier? Onkel Eddie? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh! Okay. Irgendwie das Ganze hier nimmt kein Ende. Babyface. Babyface McGeezek. Moin. Tja, die ist zu. Und hier gibt's gar nichts. Jede Menge Bücher. Sehr, sehr viele Bücher. Ich muss sagen, Babyface. Verdammt unheimlich, oder? Moment, Moment, Moment. Irgendein Foto hier? Okay. Irgendjemand. What? Babyface! Ich wette, hinter dem Bild ist jemand und bewegt seine Augen. Babyface? Was willst du mir sagen? Hier sollen wir hin? Das Buch klingelt. Okay, 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 okay. Vorsicht, Vorsicht. Telefon. Babyface? Was war denn das hier eben gerade? 363. Ich muss selber wählen. Okay. Okay, okay. Hier. Wie wähle ich? Ah. Und die drei wieder. Wie, das war nicht richtig? Moment, Moment, Moment. Das war richtig. Okay. Babyface. Das ist neu. Das ist... neu. Oh nein. Wenn die Frau singt, hast du ein Problem. I just don't give a shit anymore. You're the mother. Do something useful for once. What, are you fucking deaf now as well? Let me work! Okay, der Mann war besessen von seiner Arbeit. Babyface.
Wo klingelt hier was? Wo? 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 Die Zimmerpflanze? Das scheint irgendwo da oben zu sein. Aber wie komme ich da hin? Die Leiter? Oder die Tür? Die Tür ist zu. Kann man hier irgendwas machen? Irgendein Buch? Tja. Habe ich alles richtig gemacht? Oh, da ist eine Tür. Da drehst du dich um und plötzlich eine Tür. Und das war's? Shit. Das war schon das Ende der Early Access Version. Schade. Also bis jetzt sehr gut. Bis jetzt verdammt gut. Sobald das Spiel hier weitergeht, neuer Content, werde ich natürlich mit euch gemeinsam weiterspielen. Aber bis jetzt hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden Fall für 10 Euro bekommst du hier was geboten. Eines der besseren, vielen Indie-Horror-Titeln. Als nächstes kommt, glaube ich, Soma, ja? Das werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen am 22. Bleibt also am Ball, seid gespannt. Die Horrorprojekte gehen weiter. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen, Kommentar schreiben. Gerne auch eure Meinung zu dem Spiel. Und tschüss!